Graf Ulrich von Perneck stiftete 1153 das Prämonstratenser Chorherrnstift Geras und berief gleichzeitig Chorfrauen in die nur 10 Kilometer entfernte Burg Perneck. 2003 feierten die Stifte Geras und Perneck somit das 850-Jahr-Jubiläum ihrer Gründung. Aus diesem Anlass wurden in Geras die Fassaden des Neugebäudes, die Westfassade der Stiftskirche und die Feststiege saniert. Das Stift Geras steht auf altem Kulturland. Die Stiftskirche wurde auf einem slawischen Gräberfeld errichtet. Trotz mehrfacher Zerstörungen sind heute noch die romanischen Grundfesten und gotische Bauteile erhalten. Beim Betreten des Kirchenraums ist der Besucher von der Vielfalt der Farben und ihrem Zusammenspiel beeindruckt. Altäre, Stuck, Stuckmarmor, Fresken vereinigen sich zu einem harmonischen Zusammenklang. Ungewohnt sind die in das Mittelschiff hereinschauenden Fenster, deren barocke Umrahmung so gestaltet ist, als wäre es die ins Freie und nicht in den Raum gehende Fensterseite. Der Raum und seine gesamte Einrichtung wurden zwischen 1990 und 1994 von Grund auf erneuert. Die heute zu sehende Kirchenausstattung stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Äbte Nikolaus Zandt, Paul Gratschmeier und dessen Nachfolger Andreas Haider waren damit befasst, eher gezwungenermaßen, weil 1730 durch die Nachlässigkeit eines Chorherrn in der Kirche ein Feuer ausgebrochen war, dem fast die ganze Einrichtung zum Opfer fiel. Die Deckenfresken, sie zeigen die lauretanische Litanei, sind von Franz Zoller, einem Schüler von Paul Troger. Das Altargemälde im rechten Seitenschiff von Josef Hautzinger, ebenfalls ein Schüler des großen Meisters Troger. Das Stift in seiner heutigen Erscheinung geht im Wesentlichen auf die Erweiterung und Neugestaltung unter Abt Nikolaus Zandt zurück, der 1730 bis 1746 hochrangige Künstlerpersönlichkeiten, allen voran Josef Mungenast als Architekt und Paul Troger als Freskant, beschäftigte. Der um 1740 errichtete Trakt des Neugebäudes mit seiner repräsentativen Eingangsfront wurde 2003 neu gestaltet. Das neue Farbkonzept mit gelben Nullflächen, weißen Gliederungen und einzelnen silbergrau hervorgehobenen Akzenten beruht auf einer alten Ansicht des Stiftes und stilistischen Vergleichen mit anderen Bauten Mungenasts. Nach der Neugestaltung der Fassaden legte man den Vorplatz vor dem Stiftseingang neu an. Musik
zuletzt wurde auch die prunkvolle Stiege instand gesetzt. Der restauratorische Befund stellte 5 historische Farbgebungen verschiedener Epochen fest, von denen die barocke Originalfarbgebung ausgewählt und an den Wänden wiederhergestellt wurde. Der künstlerische Höhepunkt der Feststiege jedoch ist leider um 1870 durch den Einsturz der Decke verloren gegangen. Es kann heute noch in der Hohlkehle eine reiche malerische Gestaltung nachgewiesen werden, die belegt, dass die Decke ursprünglich vollständig freskiert gewesen sein musste. Neuer Beleuchtungskörper wurde entworfen und die überlebensgroße Statue der Pallas Athene, der griechischen Göttin der Weisheit, in der Nische am Treppenfuß restauriert. Direkt über der Torhalle von Mungenasts Hauptportal liegt der Marmorsaal, erreichbar über die Feststiege. Die Wände sind mit Stuckmarmor überzogen. In der Mitte der Längsseiten sieht man je einen blinden Kamin, darüber die Trogerbilder Hochzeit zu Kana und Gastmahl des Pharisäers. Zentrales Ereignis dieses festlichen, lichten Raumes ist das geniale Deckenfresko, die wunderbare Brotvermehrung von Paul Troger aus dem Jahr 1738. Die Gestalt des Brote und Fische segnenden Jesus ist durch die intensiv blaue Farbe seines Gewandes hervorgehoben. Das Volk lagert auf einer von Troger in die Decke hinein verlängerten illusionistischen Raumarchitektur. Die Weitergabe des Brotes durch die Jünger von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar, von Gruppe zu Gruppe ist dargestellt durch die körperliche Zuwendung, die ausgestreckte Hand, eine Haltung der Hilfe von immerwährender Aktualität.